Bubble, 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 Bubble. Ich möchte Sven schon sehen. Okay. Nicht. Nein, wenn ich es jetzt hacke, gibt's Ärger, also. Oh. Ich hasse es, dass die Terroristen gewinnen. Mein Freund hat seit Rusika Angst, mit der U-Bahn zu fahren. Ja. Potrzebuję jędro. Aby przeżyła. Nichts als Müll, wie üblich. Sie sind unschuldig. Okay, Hände hinter den Rücken. Oh, ich weiß. Sie sind unschuldig. Wie alle anderen. Ich habe nichts getan, außer mich augmentieren zu lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Gesetz. Sie halten das für Amtsmissbrauch? Glauben Sie mir, das ist gar nichts. Keine verrückten Optis. Das ist Amtsmissbrauch! Lassen Sie mich los, die Faschisten! Angelegenheit der Staatspolizei. Gehen Sie weiter. Der arme Sarg, er hat nichts gemacht. Oh, sieht echt geil aus hier. Ich muss schon sagen. Hallo. Hey. Ja, tschüss. Nee, war ein Witz. Sonst würde ich erfrieren. Was denn? Wenn Sie keinen Ärger wollen, gehen Sie weiter. Gut. Hä, was will denn als dieser Checkpoint? Keine Verdächtigung. Das ist doch kein Leben. Ach so. Das ist doch Irrsinn. Und eine Verletzung unserer Rechte. Oh. Da drin gibt es nichts für Sie. Ja, ich gehe ja schon weiter. Ups, ich wusste das gar nicht. Neue Praxiskits? Ja, geht ja nicht. Ich hab ja. Geht alles gar nicht gerade. Ja. Beschlossen, Hujo Bock. Privatveranstaltung. Ja, ich gehe ja schon. Wie konnte es so weit kommen? Vergiss deine Legitimationskarte nicht. Dog Lady! Dog Lady! Aktuelle Papiere! Sonst kannst du hier nicht durch. Ich kenne das schon. Es läuft mittlerweile anders. Zu viele Fälschungen. Alle Optis brauchen jetzt eine erweiterte Legitimationskarte. Hast du eine? Ich kläre das mit meinen Vorgesetzten. Die kümmern sich darum. Und für wen genau arbeitest du? Ist das wichtig? Hast du Angst, ich stehe über dir? Natürlich nicht. Die Regeln gelten für alle. Außerdem bin ich Bereichsdirektor der, Ausweiskontrolle. Ich unterstehe Gott persönlich. Und Gott sagt, wenn du ohne richtige Papiere weitergehst, ist es meine moralische Pflicht, dich zu erschießen. Tatsächlich. Mein Freund, ich weiß, was du denkst. Es ist schrecklich, welche Gesetze sie gegen deinesgleichen machen. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Wir könnten eine Abmachung treffen. Was für eine Abmachung? Zu deinem Glück kenne ich einen Typen. Experte für Genemisierung. Ein Dokumentenvermittler. Er hat Genehmigung, Legitimationskarten, Seelenfrieden. Mit seiner Hilfe kannst du hingehen, wo und wann du willst. Was hältst du davon? Mitspielen. Dieser Dokumentenvermittler, ist das der Boss? Lässt er dich Optis aufhalten und ihnen diesen Geschäftsvorschlag unterbreiten? Sieh's dir selbst an. Mein Freund hat Dokumente für Kontrollpunkte. Für die Polizei, für Ecken von Prag, von denen du gar nichts wusstest. Sag ihm, Drahomir schickt dich. Du wirst sehen. Ich gebe dir die Adresse, ja? Okay, gib mir die Adresse. Ich möchte wissen, wer hinter all dem steckt. Przekaszka.
Hinter dem Apartmentgebäude ist ein Hof. Ganz leicht zu finden. Mein Freund wird dort sein. Gut, das mache ich, glaube ich. Er besorgt dir die aktuelle Legitimationskarte. Bezahl ihn einfach und stell keine Fragen. Wir sollten die Operation ausweiten. Halt die Augen offen. Cool. Danke fürs Aufräumen. Muss ich es nicht mehr machen. Stimmt, meine Augs funktionieren nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Super. Meine Augs gehen ja nicht. Fork. Meine Augs gehen ja nicht. Okay. Das sind neue Camps, cool. Stimmt, die geht ja auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Spaß nicht. Oh. Wer ist da?
Da. Lassen wir es halt. Oh. Ja, es war so gewollt. Nee, ich komme noch nicht rein. Das ist zu schwierig. Ich glaube, der ist auch nicht ganz koscher, der Typ. Ach, wir lassen es einfach. Komm. Wir machen gar nicht schnell, wir machen da gar nicht viel rum. Wir müssen nämlich unsere Augmentierung erstmal wieder bekommen. Da können wir ja, stimmt, wir können dann immer noch hingehen. Fällt mir gerade wieder ein.